Hallo meine lieben Freunde, ich wollte kurz die Gelegenheit nutzen, euch fröhliche Weihnachten zu wünschen. Genießt eure Zeit mit euren Liebsten, mit eurer Familie, schaltet ein bisschen ab. Ich wollte mich auch bedanken für inzwischen 500 Teilnehmer bei der Wartelisten Masterclass und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt bei diesem Video viel Spaß. So, in diesem Video sage ich dir 5 Uhren, die du dir niemals kaufen solltest. Ich kaufe jetzt selbst seit über 5 Jahren ziemlich regelmäßig Uhren und ich rede auch natürlich viel mit anderen sehr erfahrenen Sammlern. Und wenn es darum geht, welche Käufe man am meisten bereut oder im Nachhinein als unnötigsten sieht, dann sind es eigentlich immer diese 5 Sachen, die ich dir jetzt in diesem Video sage. Daher lass mich dir ein bisschen Zeit und ein bisschen Nerven sparen und auch ein bisschen Geld und dir das Ganze direkt sagen. Kleiner Disclaimer vorneweg, natürlich spiegeln diese 5 Uhren bzw. Kategorien mitunter meine eigene Meinung. Es muss natürlich so für dich nicht gelten. Ich denke, es ist selbstverständlich, dass natürlich jeder genau das kaufen kann und soll, was er auch kaufen möchte, aber diese Tipps sollen dich davor bewahren, einfach viel Geld rauszuwerfen im Uhrenhobby. Und damit, let's go! Die erste Uhr oder die erste Kategorie von Uhren, die du dir niemals kaufen solltest, sind praktisch alle Uhren von Fashion Brands wie Diesel, Fossil, Daniel Wellington und so weiter. Der Grund dafür ist, dass diese Uhren zwar auf den ersten Blick vielleicht ganz nett aussehen, allerdings meistens eigentlich nur überteuerte Quarz- oder Automatikuhren sind. Insgesamt gilt bei diesen Uhren meistens, erstens, die Qualität der Uhren ist meistens sehr einfach gehalten. Ich habe selbst am Anfang irgendwo natürlich auch solche Uhren getragen und ganz ehrlich, meiner eigenen Erfahrung nach waren die alle nach ein paar Monaten entweder total verkratzt und sahen aus wie Kacke oder sie waren sogar kaputt. Bei einer ist mir sogar das Armband nach so 3 oder 4 Wochen abgefallen. Und zweitens, es gibt meistens eine ähnliche Uhr, die genau das kann wie die Fashion Watch, aber besser und günstiger ist. Beispiele gefällig, okay. Nehmen wir mal diese Fossil hier. Die hat sogar ein japanisches Automatikuhrwerk. Das bitte ganz kurz merken, könnte gleich wichtig sein. Ist am Lederband und ist 5 bar wasserdicht, also nicht zum Schwimmen geeignet, denn das geht erst ab 10 bar, für 300 Euro. Stattdessen könntest du dir aber auch einfach 2 von diesen hier kaufen und noch ein extra Lederarmband dazu, eine Seiko SNXS 79K mit japanischem Automatikuhrwerk von Seiko, ist vermutlich das gleiche wie gerade in der Fossil, denn viele Fashion Watch Brands verwenden Seiko oder Miyota Uhrwerke. Die Uhr ist am Metallband und mit 3 bar Wasserdichte, also ebenfalls nicht zum Schwimmen geeignet. Oder du holst dir für knapp das gleiche Geld, also 250 bis 350 Euro, eine von diesen Seikos, die sind dann sogar 10 bar wasserdicht. Damit kannst du dann sogar schwimmen gehen, wenn du es möchtest. Ein weiterer Grund, warum ich von diesen Marken abrate, ist übrigens, dass die meisten Fashion Watch Brands einfach von erfahrenen Uhrensammlern überhaupt gar nicht mehr als richtige Uhren angesehen werden, ob das jetzt so ist oder nicht. Dagegen aber Uhren von Seiko, von zum Beispiel Tissot oder von Hamilton oder ähnlichen Herstellern werden praktisch wirklich von jedem Uhrensammler respektiert und fast jeder, der irgendwo eine 50.000 Euro Patek in seiner Sammlung hat, hat meistens auch irgendwo noch eine Hamilton, eine Seiko oder eine Tissot rumliegen und trägt diese sogar noch, während die meisten Fossils irgendwo entweder im Müll landen oder in der Schublade verstauben. Es gibt zu diesem Thema auf YouTube beispielsweise vom King Teddy Baldassar wirklich hunderte Videos zu Uhren bis 1.000 Euro, die wirklich super sind. Und auch ich habe schon mehrmals dieses Thema behandelt. Hier ist eine Playlist dazu. Ich empfehle dir, schau dir ein paar der Videos an und triff dann danach eine fundierte Entscheidung, für was für Uhren du bis zu 500 Euro oder 1.000 Euro ausgeben möchtest. So meine Lieben, und für alle, die vielleicht noch nach dem Weihnachtsgeschenk auf der Suche sind, gibt es hier einen Special-Gutscheincode für Weihnachten von dem Sponsor dieses Videos, Chronext, und zwar Kai-Xmas, alles groß geschrieben. Damit bekommt ihr einen Rabatt auf alle Uhren bis zum 31.12. Und wer aber gerade kurz davor ist, sich eine Uhr zu kaufen und noch einen besseren Gutschein möchte, den es für ein paar Tage gibt, der schreibt bitte eine E-Mail einmal an kai@watchwise.de und dann bekommt ihr per automatischer Nachricht direkt einen Gutscheincode zugeschickt, der noch ein bisschen mehr Rabatt gibt und der nur ein paar Tage gilt. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund, viel Spaß beim Shoppen. Link zu Chronext ist hier oben. Okay, lass uns direkt zur Kategorie Nummer 2 kommen. Jeglicher Hersteller, der irgendwie mit sowas hier wirbt. Hey, wir machen Luxusuhren für jeden erschwinglich und für jeden bezahlbar. Luxusuhrenhersteller schlagen ultra auf, indem sie 10 Mittelsmänner haben, die ihre Uhren weiterreichen. Am Ende zahlst du als Endkunde den hohen Preis. Wir lassen alle diese Mittelsmänner aus und du kannst die Uhr direkt zum fairen Preis von uns kaufen. So kann sich jeder Luxus leisten.
Jo, Luxus und jeder leisten. Wenn es sich, glaube ich, jeder leisten kann, ist es rein per Definition kein Luxus. Das ist aber noch gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass diese Werbeaussagen einfach zumindest in 99,999% der Fälle vermutlich absoluter Bullshit sind. Hier ist etwas, was meiner Auffassung nach ein bisschen näher an die Wahrheit kommt. Echte Luxusmarken haben meistens eine Historie von Hunderten von Jahren und bauen Uhren in exzellenter Qualität, die teilweise noch von Hand verziert werden, wie zum Beispiel bei Patek Philippe oder A. Lange & Söhne. Und die vor allem ein Leben lang halten und teilweise sogar noch länger. Und ja, die kosten richtig Geld und ja, die Hersteller und auch die Händler, die es verkaufen, die verdienen richtig, richtig gut daran. Und was bekommst du bei solchen Marken, die damit werben, dass sie Luxus für jedermann möglich machen, indem sie den Mittelsmann rauslassen? Meistens bekommst du eine komplett beschissene Schrottuhr mit billigem Automatikwerk oder sogar Quarzuhrwerk, die in der Herstellung vermutlich ungefähr 3 Euro kostet, die aber für 600 Euro als günstiger Luxus verkauft wird. Vermutlich nach spätestens 5 Jahren oder vielleicht auch nach 4 Monaten landet das Ding im Müll, weil es kaputt ist. Und anstatt dir also 20 von solchen Uhren für dann auch insgesamt 12.000 Euro zu kaufen, kauf dir lieber eine Omega oder eine Rolex oder eine Tag Heuer. Da hast du mehr Freude daran. Gleich kommt in Punkt 4 dazu aber auch noch was Wichtiges. Lasst uns davor mit Punkt 3 weitermachen, der Uhren, die du niemals kaufen solltest. Bei meinen Gesprächen mit Uhrensammlern war das der Punkt, der vermutlich, so wie ich das rausgehört habe, die meisten Leute, inklusive wahrscheinlich mir, am meisten Geld gekostet hat. Weil die ersten beiden Fehler von gerade, die macht man meistens nur einmal. Wenn du einmal eine Schrottuhr gekauft hast und die nach 4 Monaten kaputt ist, dann machst du es normalerweise nicht wieder. Diesen Fehler hier macht man aber tendenziell immer wieder. Und zwar Uhren kaufen, weil sie günstig sind und kurz im Hype, diese dann 2 Wochen lang jeden Tag tragen und dann nie wieder. Was meine ich damit? Naja, lasst uns mal ein Beispiel nennen, die Timex Batman. Timex hat vor so 2 Jahren ungefähr eine Uhr rausgebracht, die von der Farbkombination her aussah wie die Rolex GMT Master 2 Batman. Die Uhr hat, glaube ich, so 300 Euro gekostet, auch viel zu teuer eigentlich für die Uhr. Und war kurze Zeit aber so overhyped, dass sie auf dem Gebrauchtmarkt sogar bis zu 1000 Euro gekostet hat. Gefühlt jeder, der was mit Uhren am Hut hatte, hat sich diese Uhr dann gekauft. Einfach, weil es irgendwie auch witzig war und die 300 Euro für viele Leute, die halt auch eine Tudor, Rolex oder Omegas oder Pateks für das 10 oder 100 oder 1000-fache haben, einfach sehr günstig erschienen sind. Aber ganz ehrlich, wer trägt diese Uhren heute noch? Also ich habe in den letzten 2 Jahren, glaube ich, niemand mehr damit rumrennen sehen. Und das passiert besonders erfahrenen Uhrensammlern sehr, sehr oft. Es wird irgendwas in der Preisklasse bis zu 1000 Euro vorgestellt. Jeder Influencer und seine Schwester berichten dann drüber und hoppala, plötzlich hat sich praktisch jeder diese Uhr gekauft. 6 Monate später redet keiner mehr drüber und die Uhr liegt nur noch rum. Ich glaube, mit der Speedmaster Moonswatch war es für viele das Gleiche. Und was ist die Moral aus der Geschichte? Wenn du schon erfahrener Uhrensammler bist, auch mit etwas mehr Budget und auch schon etwas teureren Uhren, dann solltest du gerade bei sogenannten Einsteiger-Luxusuhren einfach wirklich 5-mal überlegen, ob du diese Uhr wirklich kaufen solltest oder ob sie ganz ehrlich nicht in 5 Monaten nur noch rumliegt. Weil wenn du dir jedes Jahr 1 bis 2 solche Uhren für, sagen wir, 500 bis 1000 Euro kaufst, sind das in 10 Jahren auch schon wieder zwischen 5 und 20.000 Euro, die du sicherlich auch hättest sinnvoller einsetzen können. Kategorie 4. Jetzt wird es etwas ungemütlich, glaube ich. Und ich werde in diesem Punkt hier ein paar sehr, sehr unschöne Wahrheiten aussprechen, die nicht jeder von euch vermutlich gerne hört. Denn die nächste Uhr, die du dir niemals kaufen solltest, ist die, die du dir nicht wirklich leisten kannst. Tja, jetzt kommen wir so in eine neue Debatte. Ab wann kann man sich eine Uhr denn eigentlich leisten? Ich würde vorschlagen, wir arbeiten mit dem Ausschlussverfahren und fangen damit an, wann du dir eine Uhr auf jeden Fall nicht leisten kannst. Du kannst dir eine Uhr auf jeden Fall nicht leisten, wenn du sie dir erstens finanzieren musst. Keine Diskussion. Aber Kai, es gibt doch 0% Zinsenangebote. Da wäre ich doch total blöd, wenn ich stattdessen meine wertvolle Liquidität ausgebe und die Uhr nicht finanziere. Nein, blöd bist du, wenn du sowas glaubst, weil du dir einen Kauf gut redest, den du dir ganz offensichtlich nicht leisten kannst. Ein Uhrenkauf sollte einfach deine Liquidität so wenig beeinflussen, dass es dir auf gut Deutsch einfach scheißegal ist, dass das Geld danach weg ist. Ach, noch was ganz Wichtiges, was viele, glaube ich, nicht wissen.
0% Angebote gibt es erstens inzwischen fast eh gar nicht mehr und zweitens sind die meisten 0% Angebote komplette Augenwischerei, weil du parallel zum Darlehensvertrag noch eine Versicherung oder irgendwie sowas abschließt, so eine Kreditausfallversicherung, die kostet dann beispielsweise nochmal 50 Euro extra im Monat und damit landest du wieder, oh, Magie, bei so 5-12% Zinsen pro Jahr. Und damit im Prinzip hast du einfach einen Kredit mit riesigen Zinsen. Du kannst dir eine Uhr zweitens nicht leisten, wenn du auf finanzielle Reserven zurückgreifen musst, die eigentlich nicht für eine Uhr gedacht waren. Wenn du also zum Beispiel deinen Bausparvertrag benutzt, um eine Uhr zu kaufen, dann kannst du das natürlich gerne machen, aber vielleicht setzt du dich mal eine stille Minute hin. Denkst einfach mal ganz ehrlich drüber nach, ob du deine Finanzen wirklich so gut im Griff hast. Wenn du jetzt zum Schluss kommst, ja, habe ich, dann musst du einfach tun, was für dich das Richtige ist, fürchte ich. Aber dann schreib mir bitte nicht in 5 Monaten eine DM auf Instagram, dass du unbedingt schnell deine Uhr verkaufen musst, weil du das Geld jetzt brauchst. Und das ist nicht erfunden, das passiert mir leider ab und an. So 3-4 Leute jeden Monat schreiben mir sowas in die Richtung. Jetzt kommen vielleicht ein paar von euch auf die Idee und sagen, hey Kai, easy, ich habe gar keine Rücklagen, mein Geld liegt auf dem Konto und dann kann ich mir die Uhr ja auf jeden Fall leisten. Nee, wenn du wirklich keine Rücklagen hast, dann kannst du dir spätestens mit so 50 bis 70, wenn du vielleicht in Rente gehen möchtest, nämlich überhaupt gar nichts mehr leisten. Ich bin natürlich nicht dein Vater und du kannst selbst entscheiden, wie du mit deinem Geld umgehst. Aber ich kann dir sehr, sehr gerne sagen einfach, so wie ich es mache und wie ich persönlich es sinnvoll finde. Und dann kannst du ja entscheiden, ob das vielleicht eine Herangehensweise ist, die für dich auch Sinn macht und mit der du vielleicht glücklicher wirst. Und zwar lege ich von meinem privaten Einkommen 20% beiseite und investiere es langfristig, also für circa 40 Jahre. Ich mache das mit ETFs, du kannst es machen, wie du möchtest. Von meinem geschäftlichen Gewinn lege ich ebenfalls einen Teil beiseite auf Geschäftsebene und investiere das ebenfalls langfristig auch in ETFs, in Immobilien und in solches Zeug. Gleichzeitig schaue ich, dass ich immer sowohl geschäftlich als auch privat Geld für mindestens 6 Monate auf meinem Konto habe. Wenn das alles der Fall ist, dann ist für mich persönlich alles, was drüber hinausgeht, freies Geld, das ich dann verwende, wie ich Lust habe. Ich habe mir zum Beispiel vor kurzer Zeit ein Auto gekauft, dieses habe ich dann zum Beispiel auch direkt bezahlt und nicht irgendwie finanziert oder so, weil meine Liquidität einfach ausreichend war, dass ich auch nach dem Autokauf für mindestens 6 Monate überlebe, wenn überhaupt gar kein neues Geld mehr reinkommt. Und mit dieser Maßnahme schlafe ich einfach besser als früher, als ich auch überhaupt gar nicht vorgesorgt habe und einfach in den Tag reingelebt habe und mich mal reich, mal arm gefühlt habe, je nachdem wie viel Geld auf meinem Konto war. Letzte Kategorie der Uhren, die du dir niemals kaufen solltest, ist die Ersatzuhr. Lass mich dir ein Beispiel nennen. Meine erste teure Uhr war eine Rolex Oyster Perpetual 39 mit blauem Zifferblatt. Als ich die Uhr damals gekauft habe, hat sie 4000 Euro gekostet. Das war für mich vom Budget damals machbar. Eigentlich wollte ich aber eine Submariner in Stahlgold, Referenz 116-613 LB, die hat damals etwa 10.000 Euro gekostet und das war vom Budget her nicht machbar. Was habe ich Schlaumeier also gemacht? Ich habe mir die Oyster Perpetual für 4.000 Euro gekauft. Anstatt irgendwie nochmal 6 oder von mir aus 12 Monate zu warten und mir dann direkt die Uhr zu kaufen, die ich eigentlich wollte. Ende vom Lied. Die Oyster Perpetual war für mich immer ganz nett natürlich, aber es war nie genau das, was ich wollte. Ich habe trotzdem die ganze Zeit an die Submariner gedacht. Und jetzt hatte ich, muss man sagen, wirklich Glück, denn bis ich mir die Submariner leisten konnte, ist meine Oyster Perpetual im Wert etwas gestiegen, sodass ich sie gebraucht für ziemlich genau das verkauft habe, was ich vorher neu bezahlt habe. Ich meine, ich habe 300 Euro weniger bekommen. Das ist allerdings nicht immer so und ganz viele verschwenden einfach Hunderte, manche sogar Tausende und ein paar wenige, schätze ich sogar Zehntausende Euro, mit einem Ersatzkauf. Nach dem Kauf stellen sie dann fest, so, oh, ich will irgendwie immer noch die andere Uhr, die ich eigentlich wollte und es hat sich eigentlich überhaupt gar nichts geändert, außer, dass ich jetzt halt unnötig Geld ausgegeben habe und am häufigsten passiert genau dieser Fehler aber im Einsteigerbereich und zwar ungefähr so. Jemand will seine erste Rolex. Dann sieht er aber, dass praktisch jede Rolex aktuell neu so 10.000 Euro oder mehr kostet. Jetzt wird sich etwas umgeschaut und nach etwas suchen stellt man fest, hey, es gibt Vintage Rolex Datejust aus den 70ern oder 80ern für so um die 2.000 bis 3.000 Euro. Dann kaufen sich viele so eine komplett runtergerockte Datejust 1603 oder so in beschissenem Zustand für meistens viel zu viel Geld. Die bringt dann aber irgendwie doch nicht so das wahre Rolex-Feeling, weil es halt oft eine übelst gebrauchte Uhr ist, die schon 40 bis 50 Jahre einfach auf dem Buckel hat. Und jetzt? Naja, jetzt muss weiter auf die eigentliche Traum-Rolex gespart werden und die Schrott-Datejust,
muss die noch verkauft werden. Meistens dann mit 20-30% Verlust, weil eigentlich niemand eine ausgeleierte und seit 20 Jahren nicht gewartete Datejust haben möchte. Kurze Info an der Stelle. Das ist nichts gegen Vintage-Uhren. Ich liebe Vintage-Uhren und man kann richtig, richtig geile Uhren im Vintage-Alter kaufen, wie zum Beispiel eine Day-Date 18238. Mega schöne Uhr, wenn sie in einem guten Zustand ist. Für die meisten Anfänger ist es aber sehr schwer, eben diesen Zustand richtig zu beurteilen. Und daher rate ich dazu, sich entweder als Anfänger wirklich erstmal zu Vintage schlau zu machen und dann erst zu kaufen oder eben einfach was Neues zu kaufen mit Garantie vom Hersteller und so weiter. Damit wirst du langfristig auf jeden Fall um einiges glücklicher. So, das waren die 5 Uhren, die du auf jeden Fall niemals kaufen solltest, wenn du dir sehr viel Frust, Ärger, Geldsorgen und so weiter ersparen möchtest. Mich würde noch interessieren, welche Fehler oder welche Uhren hast du dir in der Vergangenheit gekauft, die du in irgendeiner Weise bereut hast und die vielleicht in diesem Video nicht genannt wurden? Schreib es gerne unten in die Kommentare rein. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Wenn dir das Video gut gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du jede Woche ein neues Video zum Thema Luxusuhren möchtest, in Deutsch und in bester Qualität, dann lass gerne ein Abo da und drück die Glocke, damit du wirklich jedes Video siehst. In diesem Sinne sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Alles Gute, bleib gesund und munter. Bis dann.